Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es geht weiter. War klar, dass wir gleich eine Begegnung haben. Da schauen wir uns jetzt einfach mal weiter um. Wir sind immer noch in den, im Dingsbums, im Anfänger-Dungeon, das wir gefunden haben. Und ja, da schauen wir uns jetzt einfach mal um. Die Gegner sind tatsächlich, nicht schwierig. Die machen wir einfach so weg. Schauen wir mal, was wir finden. Da mache ich auch gar keine großen Buffs mehr rein. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Es sei denn, ja, wir würden wahrscheinlich ein bisschen was lernen daraus, aber ja. Okay. Das heißt, hoppla. Da haben wir das so, so, so und so. Und da geht es dann einfach mal geradeaus weiter. Kein Angriff. Das finde ich jetzt irgendwie überraschend. Weil oftmals gibt es da ja haufenweise Angriffe, wenn man in einen neuen Raum reinkommt. Auge zeigt nichts an. Genau so meinte ich das. Genau so meinte ich das, ja. Oh, das sind diesmal sogar relativ viele. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen das so. Tag benutzt wieder erstmal die Engelsdings, um uns zu buffen. Und Sinaloa darf hier mal jetzt endlich mal ein bisschen an Feuerballstufe 1 reinmachen. Einfach damit wir die relativ schnell wegkriegen. Das sollte jetzt, denke ich, auch schnell gehen. Ja, ich muss auch sagen, wie ich es hier gemacht habe mit den Grid-Kartografen, das funktioniert eigentlich einwandfrei, um hier doch eine Karte mitzuzeichnen. Habt ihr ja gesehen gehabt, das funktioniert wirklich einwandfrei und ja, das gefällt mir eigentlich relativ gut mit dem Ding, das so zu machen. So, jetzt haben wir nur noch die drei schweren, schwarzen Vögel. Ja. Poetenlaute, Zauber, Energiestoß, fertig. So. Ah, und da sind wir auch schon fertig. Sehr gut. Party hat gesiegt. Auge zeigt nichts an. Okay, Moment. Wie war das jetzt? Der Raum war so aufgebaut hier, richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, so müsste es gewesen, oder? Ja, genau, so war's. Alles klar. Dann runter mit uns. Wow, also jetzt haben wir richtig viele. Jetzt haben wir richtig viele Gegner hier. Dann machen wir das so. Ihr kämpft gegen die. Du gehst gegen die zwei Vögel und betäubst sie. Und du darfst nochmal einen Feuerball gegen die hinteren machen. Habe ich jetzt den richtigen genommen? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen genommen gehabt. So. Ich glaube, ich habe doch die falschen genommen. Mist. Ich kann sein, dass ich doch die falschen genommen habe. Das ist ja ein Mist. Daolin, dann kämpfst du mal gegen die hier. Du kämpfst gegen die hier. Orael auch gegen die.
Du auch gegen die. Du darfst jetzt mal gegen die mit deinen Dings machen. Und du machst Zauber. Er ist nochmal ein Feuerball. So. Ja, man muss ein bisschen mit den Gruppen aufpassen, welche man, dass man die halt immer zuerst aussuchen muss, um weiterzukommen. Oh, und ich sehe gerade, ihr seht gar nicht, wo wir genau sind, weil die Karte nicht richtig angezeigt wird. So, jetzt aber. Und ich habe eine Sache falsch eingezeichnet gehabt. Wir gehen ja hier so außenrum. Mist. Das heißt, wir gehen ja so hin. Das heißt, da darf eigentlich nichts sein. So. Dumm, 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 dumm. Ja, hoch. Auge sagt wieder nichts an. Ist das ein Kreuz und ein Kreuz und quer hier? So. Moment. Ich sollte, falls da irgendeine Begegnung kommt, die nicht gegnerisch ist, die Geschwindigkeit wieder runtersetzen. Aha. Horror des Ra-Seb-Re-Tep. Ja, verharrt einen Augenblick, darüber nachdenkend, ob es besonders weiß ist, das, was hinter diesem Tor sein könnte, zu stören. Da geht's noch weiter mit einem Hebel. Lasst mich raten, der Hebel macht dieses Tor auf. Also da ist ein... was mache ich denn da? Da ist ein Anfänger-Dungeon ist. Glaube ich eigentlich nicht, dass das besonders gefährlich sein wird. Bitte das Tor auf grün. So. Aber ich gehe trotzdem... Also ich glaube nicht, dass es gefährlich sein wird. Für uns jedenfalls nicht. Aber ich gehe trotzdem... Hoppala. Ich gehe trotzdem mal hin und speichere lieber vorher mal. In dem Spiel ist ein bisschen mehr Speichern gar nicht mal so verkehrt. So. Ha. Wie erwartet? Das Tor geht auf. Als ihr den Raum betretet, entzündet ein Feuerblitz alle Kerzenhalter an der Wand. Im flackernden Kerzenlicht seht ihr, wie eine Schattengestalt langsam aus den Tiefen eines... Mist. Eines Tiefen, eines irgendwas. Ihr habt selber lesen können, hoffentlich. Wenn nicht, habt ihr, könnt ihr zurückspulen und nochmal auf Pause drücken. Das ging jetzt leider etwas zu schnell. So, wir haben Ra-Seb-Ra-Tep. Wir kämpfen gegen den. Ich bin mal gespannt, wie gut der ist. Du wirst uns auf jeden Fall eine Engelszunge machen und... Sinaloa, du kümmerst dich erstmal um diese zwei Vögel da hinten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der uns an Schaden macht. Ich hätte auch Pause drücken können, glaube ich, bei dem Dings. Ich weiß gar nicht mehr, aber was die richtige Pausendings ist. Pausentaste. Und manchmal macht das und manchmal macht das auch nicht. Oh, ja. Der hat nicht wirklich was drauf. Nicht wundern, dass die eine Krähe überlebt hat. Naja, wahrscheinlich einfach nicht getroffen. Und damit hat Fala eine Stufe einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ausdauer verbessert, auch sehr gut. Mehr Trefferpunkte, immer gut. Und ein Fertigkeitspunkt. 7 Punkte hier. Dann machen wir das Ganze auf Stange natürlich drauf, damit wir da noch besser werden. Physisch sollten wir weiterhin auf Schwimmen gehen. Feuerwaffen geht auf jeden Fall hoch und akademisch. Ich glaube, Artefakte wollten wir hochkriegen. Artefakte ist ja in dem Spiel, um rauszukriegen. Also es gibt ja immer noch, kennt ihr ja noch von Teil 6, dass man es
mit prüfen, schauen kann, wer kann es ansehen und so weiter und so fort. Und natürlich identifizieren der Zauber, um zu sagen, wie stark ist zum Beispiel die Waffe. Diese zwei Sachen gibt's und das eine ist halt mit dem Artefaktwert. Und da würde ich sagen, da geben wir auf jeden Fall Artefaktwert drauf. Oder was, Mythologie? Nee, es müsste Artefaktwert gewesen sein. Und einen neuen Zauber, was können wir denn lernen? Fallenanalyse? Hört sich eigentlich auch nicht schlecht an. Aber ich würde tatsächlich erstmal hier Untote Bannen vielleicht machen. Lieber auf das hier ein bisschen gehen, weil da haben wir ja auch diese Zauberklinge drauf und so weiter. Wobei Fallenanalyse auch nicht so schlecht wäre, aber ja. Obwohl das gespenstische Skelett jetzt in hunderten kleinste Knochenstücke zerborsten ist, fühlt ihr euch in diesen geheimnisvollen Raum trotzdem nicht besonders wohl und könntet schwören, dass sich die winzigen Splitter millimeterweise zurück in den Teich bewegen. Hört sich ja super an. Ja, wegen Pause. Also da ging jetzt zum Beispiel keine Pause reinzumachen. Da habe ich jetzt, ich glaube, P war es oder so. Ja, da hat es jedenfalls nicht geklappt. Ich muss mal schauen, ob ich bei diesen Grid-Kartografer, da kann man ja auch das Spiel pausieren, ob ich das da irgendwie auf einen Hotkey oder so legen kann. Muss ich mal schauen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt in der Pause mal machen. So, hier geht's ins Wasser rein. Da haben wir eine Truhe. Auge zeigt aber ansonsten nicht wirklich was an. Okay, ich glaube, das war's. Die Frage ist, es gibt hoppla. Nein, dich nicht. So. Es gibt in ist das Wasser? Ja, das ist Wasser. So. Es gibt irgendwo, ich weiß noch nicht wo genau, ob das ein Anfänger-Dungeon sein soll, eine Wasserfläche, wo man reingehen kann, um sein Wasser, um sein Schwimmen zu treiben, eine Nicht-Schwimmerbecken. Aber ich glaube, das war hier nicht der Fall. Ich glaube, wenn wir hier reingehen und nicht den Wert 10 haben im Schwimmen, sterben wir, glaube ich. Aber das probieren wir auch gleich mal aus. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier reingehe? Guck, Daolin ist ertrunken. Ja. Und Fala ist nicht ertrunken, weil sie... 9. Es langt also schon 9 Punkte, es sind nicht 10 Punkte. Aber wenn wir nicht diese 9 Punkte dann haben, dann ertrinken wir und sterben. Ja, das wollen wir definitiv aber nicht. Das heißt, halt hierher... Ende ohne zu speichern und Spielstand laden. Ja, und irgendwo, es kann sein, dass es in der neuen Stadt so einen Bereich gab. Oder irgendwo war es, oder irgendein anderer Dungeon, gab es so einen Bereich, wo Nichtschwimmer ist, wo du nicht ertrinken kannst und dann kannst du reingehen und so lange trainieren, bis du deine 10 hast. Was natürlich auch der Fall ist, wenn man schwimmt später, geht es ziemlich auf Ausdauer. So. Aber gut, wir müssen ja nicht ins Wasser reingehen. Aber wir können hier natürlich... So. Wir könnten hier natürlich Dings machen. Die Falle uns... die Dings uns anschauen. Die Truhe natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da drin finden werden. Ob da was Gescheites drin ist. Entschärfen. Tack, bitte. Und dann schauen wir mal. Ah, das ist die Sache, dass es natürlich auch triggern kann. Es kann natürlich auch triggern, wenn man die Falle inspiziert. Ihr habt ja gesehen, dass da auch so ein Teil ist, wo dann so grün, gelb und rot leuchtet. Und das habe ich jetzt draufgeklickt beim Inspizieren und zwar gerade rot gewesen. Dumm gelaufen. So, Stäbe kann man, glaube ich, benutzen, um... auch das Artefakt hochzukriegen. Amulett. Das sieht ja schön aus. So, und dann sind wir, denke ich mal, mit diesem Dungeon jetzt tatsächlich fertig. Eiskracher. Wie gesagt, ich glaube, mit denen kann man
Kann man die eigentlich, muss ich die ausrüsten? Nee, ich glaube, die muss ich einfach nur benutzen, gell? Die muss ich einfach nur benutzen. Mit denen kann man dann das Artefaktverständnis hochkriegen. Ich weiß nur nicht, ob man es immer hochkriegen kann oder nur bis zu einem bestimmten Dings. Das Buch können wir noch nicht anschauen. Oh, ist auch ziemlich voll, sehe ich gerade. Den Trank, große Heilung. Das muss ich mal alles nochmal sortieren, in Ruhe. Wer was jetzt wie wo kriegt, die Schrift. Ein Magiegeschoss. Schwefelgestein. Buch des Entdeckens. Für Magier. Ja, das müsste die Auge sein. Das müsste das Auge sein, glaube ich. Das können wir gleich mal noch bei ausprobieren. Vielleicht bei. Machen wir es vielleicht mal bei dir hier oder so. Und das Amulett, kriegst du das schon hin? Ein Lebensamulett, Rüstungsklasse 0. Naja, gut. Halt, dann kannst du das Buch notieren. Das Zauberbuch wurde in der Zauberspruch wurde in dein Zauberbuch eingetragen und es ist. Ja, das ist das Geheimnis entdecken. Dann kann Daolin jetzt auch Geheimnis entdecken machen. Das ist, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Und wir können, als ihr den Raum wieder betretet, stellt ihr fest, dass die meisten Knochensplitter verschwunden sind. Ha, okay. Beim Verlassen der Gruft macht ihr absichtlich einen Umweg, um einen winzigen übrig gebliebenen Splitter eines Fingers zu zertreten. Okay, der setzt sich wahrscheinlich jetzt zusammen, aber wahrscheinlich jetzt ohne Finger. Ich glaube aber, das kann uns, dürfte uns jetzt nicht mehr groß interessieren. Lasst uns jetzt einfach mal dieses Ding hier verlassen. Und wir gehen auf jeden Fall beim Brunnen nochmal vorbei und stärken uns. Keine Gegner, sehr gut. Ja, kaum mache ich's Mund zu und dann kommen sie. Warte mal. Orael, du darfst natürlich auch mal heilen, hätte ich gesagt. Ich meine, das müssen wir ja auch trainieren. Dann heil du mal Tak, bevor Tak umfällt hier. Das wollen wir ja überhaupt nicht haben. Von daher. Wir müssen jetzt, wir sind ja nicht auf den Brunnen angewiesen. Ich meine, es ist schön, wenn wir den haben, aber. Oh, das sieht doch schon viel besser aus gleich wieder. Sehr schön. So, es geht nach oben. Wir gehen noch nicht nach oben, sondern wir bleiben erstmal hier und trinken. Und zwar alle trinken das Ding, bis sie wieder komplett geheilt sind und wieder Mana haben. Dann sind wir wieder vollständig da. Und yay, wir haben den ersten Dungeon fertig. Hoppla. Wir haben es tatsächlich geschafft, den ersten Dungeon fertig zu machen. Sehr schön. Das gefällt mir. Jetzt schauen wir uns, denke ich, bevor wir in die neue Stadt gehen, unten noch hier draußen noch mal ein ganz kleines bisschen um, was wir draußen noch so alles finden. Und dann geht's, denke ich, in die neue Stadt rein. So, dann zauberst du mal bitte Geheimnis entdecken. Tak, du darfst die Richtung machen. Du gibst die Richtung an. Orael gibt dafür die Rüstung. Und Fala gibt die Zauberklinge. Und wenn wir schon dann da sind,
Könnte man nämlich gleich nochmal das hier machen. Deswegen wollte ich das nämlich hier noch schnell machen. Weil wir dann unseren Mana nämlich auch wieder fertig kriegen. So, und wepp. Wir sind hier fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Und jetzt können wir uns hier draußen noch ein bisschen umschauen, was wir so alles finden werden. Oh. Plötzlich taucht vor euch in der Luft eine rote Rakete auf. Auf ihr sitzt eine strahlende Kriegerin. Oh, hoio, Fremde. Willkommen auf Guardia. Zahlreich seid ihr von den Sternen gekommen. Wir grüßen euch, denn jetzt ist die Zeit der Ankunft der Kreuzritter. Möge das Schicksal seinen Lauf nehmen. Mit diesen Worten schwingt sich die Kriegerin wieder in die Luft und ist schon bald euren Blicken entschwunden. Und tschüss. Ja, dich werden wir früher oder später gern nochmal sehen. So, hier draußen, das fand ich, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Also, warte mal. Ja, genau. Also, hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Und hier war es ja auch zu. So. Hä? Wieso bin ich jetzt aus Versehen da reingekommen? Dann könnten wir... Also bis hierher geht's auf jeden Fall noch Dings. So, hier ist der Weg. Ja, das ist der Weg. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, mit der Karte anzuzeichnen. Vor euch liegt ein genauso farbenreiches wie ausgedehntes, stark tupfendes Orchideenfeld. Direkt über dem Feld schwebt eine Wolke, die aus den Pollen der Blumen zu bestehen scheint. Jap. Kommen wir gleich nochmal hin. So, das ist das, das ist das. Der Weg geht dann hier weiter. So, und da geht's hier rein. Dann haben wir hier, da geht's nicht groß weiter. Das ist das hier. Okay. Also das, wo wir jetzt gewesen sind, war alles die Blumenwiese. Und... Das war alles quasi so zu. Okay, sehr schön. Hier war auch nochmal... Also der Außenbereich finde ich ein bisschen schwieriger, als jetzt zum Beispiel den Dungeon zu kartografieren. So. Hier geht's nicht weiter. Und hier haben wir dann ein etwas größeres Feld. Und da hatten wir ein Blumenfeld. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Lasst uns mal ganz kurz abspeichern. Ich glaube... Naja, falsch. Wenn wir jetzt nach Norden gehen, da kommen wir nämlich nicht weiter. Aber das muss ich noch mal, das wollte ich nochmal genau anschauen. Hoppala. Halt mal. Also das ist auch Blumenwiese, Blumenwiese. Ja, das ist alles hier Blume. So. Gut. Lasst uns mal kurz nach Norden gehen. Wilde Orchideen! Und die Leute schlafen ein, wie ihr seht. Mitten im Feld stehend blickt ihr nach oben und seht ein graues, großes graues Objekt über das Firmament ziehen. Ihr wisst, was es ist, doch es kann einfach nicht sein. Ein riesiger fliegender Wal. Ich laufe jetzt einfach mal, ich bleibe jetzt einfach mal hier in... Oh, verdammt. Wir machen eine Flucht. Weil eigentlich ist nämlich nur noch Talada wach. So, Moment. Also, hier sind wir jetzt auf jeden Fall überall gewesen und es war alles... Alles der Weg hier. So, dann schauen wir mal an. Das ist jetzt alles, wo wir jetzt hingehen, das ist alles Wiese.
Ja, wir kommen besser voran, als ich dachte. Normalerweise schlaft man hier komplett ein. Also normalerweise schläft man hier komplett ein und ja. Aber Talada ist sehr, sehr standhaft, das muss man schon sagen. Also beeindruckend, wie gut er das alles hier. Ja, Talada ist halt ein Zwerg, der schläft nicht ein. Das sind alles wilde Orchideen. So. Ich bin's sehr beeindruckend. Ah, Flucht. Dass Talada nicht einschläft. Nee, also das hier hat, wie ihr seht, keinen großen Wert. Hier sind überall diese Orchideen und hier schlafen wir überall ein. Bitte nochmal Flucht. Ich glaube nicht, dass du sie alleine schaffst. Und die anderen schlafen ja alle. Die kriegen von gar nichts mit. Nee, die kriegen wirklich von gar nichts mit. So, oh, und wir kommen gleich in die nächste Ding rein. Haha, sehr schön. Die Leute sind verängstigt, obwohl sie gerade schlafen. Ja, die Sache ist die, wenn jetzt alle einschlafen würden, würden wir auf einer anderen Stelle... Ernsthaft jetzt? Würden wir tatsächlich auf einer anderen Stelle wieder aufwachen. Das gibt's echt nicht. Ein Gegner nach dem anderen grad. Wir kommen da nicht mehr weg. Ich wollte es eigentlich so machen, dass wir wirklich mal komplett einschlafen, aber... Momentan sieht es eher aus, als ob wir da eher andere Probleme hätten. Kannst du endlich mal abhauen? Ja, dann kämpfen wir halt mal gegen die. Das geht wahrscheinlich einfacher, als gegen sie zu fliehen. Ist aber anscheinend tatsächlich so. Das ist einfacher, gegen sie jetzt zu kämpfen, als zu fliehen. Finde ich beeindruckend. Finde ich echt beeindruckend, dass es so ist. Ich wollte eigentlich nur noch auf der anderen Seite schnell schauen, ob das da auch so ist. Dass wir da einschlafen. Oder ob er uns da irgendwie... ob er... da irgendwie doch noch woanders hinkommen können oder ob das da, ja. So. Jetzt gehen wir mal, was sind wilde Orchideen, da geht's nicht weiter. Das wollte ich auch nochmal schön einzeichnen. Moment. Zack, zack, zack. Zack, zack. Das heißt, hier geht's auch nicht weiter. Ne, also Talada, der hält wirklich einiges aus. Rasten. Genau. Wir sind alle eingeschlafen, jetzt rasten wir erst einmal. Und jetzt, ja, ihr seht schon, wir sind jetzt auf der Karte. Hier unten. Nur langsam erwacht ihr wieder und habt nicht die geringste Ahnung, wie ihr hierher gekommen seid. Das Letzte, an das ihr euch erinnern könnt, ist, dass ihr durch ein hübsches Blumenfeld gingt und dass euch dann die Augen schwer wurden. Aber das wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal mit reinmachen. So, da geht's auch nicht hin. Und da geht's auch, also Moment, also Norden geht's nicht, Westen geht's nicht, Süden, ah ja, und hier geht's auch nicht, okay. Es ist ein solches Feld, dann geht's hier nicht weiter, hier nicht weiter. So, dafür geht's da weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause. Ich habe schon eh wieder überzogen. Aber ich wollte es einfach unbedingt noch machen, dass die Leute einschlafen, dass dieser Text kommt. Dass man sich fragt, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Und das wollte ich eigentlich noch reinmachen. Und das haben wir ja noch gesehen gehabt. Dann können wir uns hier noch weiter umschauen. Das heißt, hier oben... Moment. Da haben wir...
Das Blumenfeld. So, da haben wir das Blumenfeld. Da kommen wir definitiv jetzt noch nicht vorbei. Oder nur sehr, sehr schwierig. Ihr habt es ja gesehen, Talada hält es relativ gut aus. Aber ja, das wird noch besser werden. Da werden wir noch auf eine andere Art und Weise durchkommen. Aber das werden wir erst später sehen. Bis dahin, macht's mal gut. Bis morgen dann. Tschüss.